Heute haben wir kein Kreuz auf dem Boden. Was sagen Sie denn von dem Deutschen, nennen wir es mal Sonderweg? Was ist Sonder in Deutschland? Dass auf die letzten Rücker jetzt noch die Forderung kam, dass man das rechtsverbindlich aufschreibt mit den E-Fuels. Was halten Sie davon? Also ich finde das schon erstaunlich, wie der Wahlschmerz von der FDP, dass der jetzt Europa während 4-5 Wochen da im Atem hält. Es ist atemberaubend. Und wenn man sich das mal ein bisschen tiefer anschaut, wir machen hier was für Porsche, wahrscheinlich Porsche 911-Fahrer. Das sind sowieso die einzigen Menschen, die sich diese E-Fuels leisten werden können. Also E-Fuels, die werden 6, 7, 8 Euro den Liter kosten. Wer kann sich das denn leisten? Gut. Jetzt gibt es da zwei Aussichten. Das eine ist, das ist sowieso ein Sturm im Wasserglas. Hat die FDP mal gezeigt, dass sie wirklich eine starke Partei ist. Aber stellen Sie sich mal vor, das würde was werden. Dann würde ich ja die Mobilität für den Rest der Menschen, die weniger Geld haben, würde ich teurer machen, weil ich ja unheimlich viele Erneuerbare brauche, um diese E-Fuels herzustellen. Und ich würde gleichzeitig auch der Stahlindustrie, der chemischen Industrie, den Raffinerien auch Wasserstoff entziehen, um in den Porsche 911 zu schütten. Es ist eine absurde Politik, die FDP jetzt, das ist, für mich ist das Wahlschmerz. 3-4 verlorene Wahlen und jetzt müssen sie mal zeigen, dass es sie noch gibt. Jetzt werde ich nochmal nicht selbst draufkommen, dass es viel zu teuer ist und nicht leistbar. Nochmal? Die Industrie nicht von alleine draufkommen, dass es nicht leistbar ist und die Menschen nicht mehr auf den Antrieb setzen. Also ist es wirklich, dass die Aufregung ist, die gerechtfertigt? Also Elon Musk baut Elektroautos, VW baut Elektroautos, BMW baut Elektroautos, Hyundai baut Elektroautos. Das kann man sagen, das sind alles Ideologen, aber ich denke, dass das alles Chefs von Autokonzernen sind, die wissen, dass die Zukunft der bezahlbaren Mobilität, dass die elektrisch ist. Die Absprachen jetzt, die sind ja jetzt nicht rechtlich bindend, was getroffen wurde. Haben Sie die Hoffnung, dass das Parlament jetzt noch entgegengeht und die Entscheidung wieder zurücknehmen wird? Ja, also ich denke, also jeder, der sich das mal ein bisschen anschaut, E-Fuels, mit denen fahre ich 15 Kilometer, wenn ich mit denselben Erneuerbaren kann ich 100 Kilometer fahren in einem elektrischen Auto. Das ist alles ziemlicher Unsinn. Und ich war ja lange im Europaparlament. Ich gehe davon aus, dass die, die jetzt im Europaparlament sind, auch sich die Fakten anschauen und dann werden die eher nicht E-Fuel-freundlich sein. Haben Sie denn Sorge, dass durch das deutsche Verhalten vielleicht ein neues Vorbild im negativen Sinne für andere Staaten gesetzt wurde, dass das jetzt alle machen, wenn es einem dann doch nicht passt? Das ist genau der Punkt. Heute haben wir jetzt Gasdiskussion und dann eben da dahinter Erneuerbare und ich hoffe, dass wir heute jetzt nicht den Weltschmerz des bankrotten EDF-Konzerns hier austragen müssen, weil Frankreich die ganze Zeit, und das ist ja auch das Spiel des letzten Jahres, die brauchen Geld für einen Energiekonzern, der einfach die Zeichen der Zeit verpasst hat. Und deshalb müssen sie ständig irgendwelche Ausnahmen erkämpfen, weil die Staatsbeihilfen es nicht hergeben, dass ich einen Staatskonzern besser stelle wie seine Konkurrenten in einem Binnenmarkt. Und das ist der richtige Schaden, den Europa genommen hat, ist, dass ich bin ein großes Tier, wie Deutschland oder wie Frankreich, und ich kann dann die ganze Demokratie in Europa mit Füßen treten. Thema Atomenergie, Sie glauben also nicht, dass Atomenergie grüne Energie sein will, sollte. Das will ja Frankreich. Was glauben Sie denn? Nee, also sorry. Also wir haben auch in Luxemburg Windräder, wir haben jetzt Repowering gemacht, das heißt die alten abgerissen. Und da hat der Mann, der das investiert hat, gesagt, da wo dieses Windrad stand, ich weiß mal nicht mehr, wo es steht. So ist alles weg. Ein Atomkraftwerk, wenn das mal fertig ist, dann ist das nicht fertig. Dann habe ich noch für 100.000 Jahre Abfall, ohne vom Risiko zu reden. Und der letzte Winter,
der war ja, das ist ja eigentlich das Versagen des französischen Energiesystems. Deutschland musste 13.000 Megawattstunden Kraftwerke laufen lassen, um damit Frankreich, wenn ich das jetzt ein bisschen überspitzt sage, Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs-Élysées hat. Und das ist ein System, das hat versagt. Und das Schlimme an dem Ganzen ist, wenn die Franzosen jetzt weitermachen mit diesen Verlängerungen der alten Atomkraftwerke, und die werden, alte Atomkraftwerke werden immer wieder ausfallen, dann haben wir ein Risiko in Europa, und ich sage das als jemand, der so ein altes Ding an der Grenze hat, Cattenom, und wir haben ein Preisrisiko, weil die Preise vom letzten Jahr, dass die irgendwann 700, 800 waren, das war, weil die französischen Atomkraftwerke ausgefallen sind. Das heißt, auch da haben wir, also es ist auch ein ziemliches Unding, dass wir uns hier ständig eine Politik, die einfach nicht weiterführt, quasi aufdrängen lassen. Frankreich ist da nicht allein in dieser Gruppe, da sind noch 10 weitere Länder dabei, die ihm gegenüberstehen, Länder wie Deutschland, Österreich oder auch Luxemburg. Was ist Ihre Strategie? Wie wollen Sie quasi dieses französische Lobbying, wie wollen Sie dem kontern und sich damit durchsetzen? Dadurch, dass wir heute Morgen beim Frühstück zusammensetzen, auf Einladung von Leonore Gewessler. Und es ist klar, Erneuerbare, das ist 92% der Story. Wir müssen 2035 auf Zero Carbon sein. Es wird kein einziges neues Atomkraftwerk zwischen jetzt und 2035 ans Netz kommen. Die brauchen 12, 14, 15, 18 Jahre, um überhaupt dann zu laufen. Das ist Verzögerung der Klimapolitik. Das Einzige, was uns hilft gegen Klima, ist schnell Solar, schnell Wind und dann eben die ganze Infrastruktur, die damit zusammenhängt, Stromnetze, Flexibilität. Das ist das Einzige, was uns bleibt. Und was mich auch, also ich bin seit 30 Jahren betroffen von diesem Klimaschutz. Lesen Sie das, was IPCC, was die Wissenschaftler sagen. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit, jetzt auf eine Technik zu setzen, die Milliarden verschlingt und dann in 15, 18, 20 Jahren eventuell läuft. Diese Gelder müssen jetzt in Solar und Wind gehen, damit wir überhaupt eine Chance haben beim Klimaschutz. Vielen Dank. Danke.